Der 28. September. Ein Tag wie jeder andere. Nichts hat mehr Auswirkungen auf das Leben von jedem von uns als diese beiden Ziffern. Woher stammen sie? Was bezwecken sie? Sind wir sicher vor ihrer Macht? Guten Abend, meine Damen und Herren. Dieser Satz hatte 28 Buchstaben. Zufall? Mein Name ist George Holland Morrison und das hier ist Science and Mysteries. An jedem 28. jeden Monats passieren Dinge enormen Ausmaßes. Gute wie schlechte Dinge. Heute Abend werden wir all diesen ungeklärten Fragen für immer ein Ende bereiten. September 1928. Das Vokalensemble Comedian Harmonists hatte ihren großen Debütauftritt im Schauspielhaus in Berlin. Dasselbe Vokalensemble, das in New York 6 Jahre darauf auf dem Flugzeugträger USS Saratoga auftrat. Eines der Schiffe, die 1946 Teil von Operation Crossroads waren. Operation Crossroads bezeichnete eine Reihe von Kernwaffentests, die die Amerikaner in Mikronesien durchführten und bei denen hunderte Schiffe und Flugzeuge im Pazifik versanken. Das Schiff, von dem aus die Sprengsätze gezündet wurden, war der in Norfolk gebaute Flugzeugträger USS Shangri-La. Benannt nach eben jenem Shangri-La, von dem der britische Autor James Hilton 1933 in seinem Werk Lost Horizon erzählte. Ein geheimer paradiesischer Ort im tibetischen Himalaya, in dem sich nichts außer einem buddhistischen Lama-Kloster befindet. Oberhaupt Tibets und des Buddhismus ist der Dalai Lama, in der 14. Inkarnation vertreten durch Tenzin Gyatso, welcher während des Kalten Krieges über die CIA Kontakte zu Präsident Nixon pflegte und von diesem ungeheure Geldsummen erhielt. Doch da verliert sich die Spur. Allein durch die Macht der 28 konnten wir eine Verbindung von Atombomben zum Dalai Lama ziehen. Womit hängt sie noch zusammen? Welche düsteren Verschwörungen verbirgt sie noch? Auch jenseits des Jahres 1928 weist diese Zahl noch weitere faszinierende Aspekte auf. Was sagt die Numerologie zu ihr? Das Christentum folgt einer sehr strengen Zahlensymbolik. Doch die 28 taucht dort nicht auf. Getrennt aber heißt die 2, die Endlichkeit und Zweiheit. Die 8 steht für den Überstieg über die endliche Weite Zweiheit. Und zusammen, 10, ergeben sie die Einheit mit Gott. Trotz deutlicher Hinweise sind aber noch heute nicht alle Menschen davon überzeugt, dass die 28 mehr als bloß eine Zahl ist. Genau dieser Meinung ist Sebastian Kepsis, Psychologe und Forscher aus Salzburg. Und er hat gute Gründe. Meiner Meinung nach? Die 28 war während seines Studiums sein Spezialgebiet. Heute leitet er Selbsthilfegruppen für 28 Betroffene. Eine noch harmlose Weise, mit der Zahl umzugehen. Seit einigen Jahren gewinnt eine aus Schweden stammende Sekte an immer mehr Popularität. Ihr Name? Tugota. Sie spielen mit unserer Furcht. Sie versprechen eine Hilfe, aber machen alles nur noch schlimmer. Tugota zu entkommen ist ein äußerst heikles Unterfangen. Bei jeder Ortsniederlassung achten Sie tunlichst darauf, nur 29 Männer und Frauen zu haben. Sollte einer die Gemeinschaft verlassen, wären es 28. 28. Wenn so viele weltbewegende Dinge an einem Tag passieren, kann das kein Zufall sein. Ich meine, wir reden hier nicht nur von Hochzeiten und Kündigungen. Wir reden von der Kapitulation Warschaus 1939, von der ersten Weltumrundung per Flugzeug 1924 und von der Entdeckung des Penicillins 1928. Penicillin? Gehen wir noch einmal zurück ins Jahr 1928. Während die Comedian Harmonists ihren ersten Auftritt hatten, erfand der schottische Bakteriologe Alexander Fleming das Antibiotikum Penicillin.
Es wird in der modernen Medizin eingesetzt, um Erreger im Organismus abzutöten, wenn die Antikörper im Blut dieser Aufgabe nicht mehr gewachsen sind. Antikörper, wie es sie auch als monoklonale Antikörper gibt, die in der Leukämiebekämpfung verwendet werden. Leukämie ist eine schwere Blutkrankheit und eine häufige Folge von radioaktiver Strahlung. Diese Strahlung waren die Soldaten, die an Operation Crossroads teilnahmen, ebenfalls ausgesetzt. Und eine hohe Zahl an Crossroads-Veteranen verstarb an Leukämie. Der Entertainer Bob Hope äußerte sich 1946 zur Operation Crossroads wie folgt. Kaum war der Krieg vorbei, suchten wir uns den einzigen Punkt der Erde, der vom Krieg unberührt geblieben war, und jagten ihn zur Hölle. Bob Hope war ein leidenschaftlicher Golfspieler, gewann einige Titel und gilt als der einzige Mensch, der mit allen amerikanischen Präsidenten, von Eisenhower bis George Bush, eine Partie gespielt hat. Auch mit Richard Nixon. Doch warum nur bis George Bush 1993? Hope starb doch erst 10 Jahre später. Alles deutet darauf hin, dass sich Bush und Hope zerstritten und Hope darüber sein Glauben an Bush-Politik und sein ganzes Land verlor. Dieser Streit schlug tiefe Risse in die Familie. Georges Sohn George W. verzieh Hope nie, was er seinem Vater antat, und fädelte ein Komplott ein, in welchem er ihn töten ließ. George W. Bush veranlasste Bob Hopes Tod? Die Beweise wiegen schwer, doch reichen sie aus? Leslie Towns Hope wurde am 29. Mai geboren und starb am 27. Juni. Alles deutet darauf hin, dass Hope der alles Verbindende, die 28 umgebende Faktor ist. Er war Brite. Geboren wurde er in London. Genauso wie Alexander Fleming Brite war und genauso wie James Hilton Brite war. Briten sind für eines bekannt: für ihren Tee. Und Hilton schrieb mit Lost Horizon ein Buch über Asien, dem Geburtsort des Tees. Diese Erkenntnis lässt keinen Zweifel daran, dass Bob Hope, James Hilton und Alexander Fleming einem geheimen Konsortium angehörten, mit dem Ziel, den Tee der ganzen Welt mit Penicillin anzureichern und alle Erreger dagegen immun zu machen. Und all das mit nur einem Ziel. Die Pharmaindustrie will so von Regierungen weltweit finanzielle Förderungen beziehen, um an einem neuen Stoff zu arbeiten, der simpelste Infektionen wieder in den Griff bekommt. Es ist einfach unglaublich. Wie kann eine so kleine zweistellige Zahl so viel Unheil anrichten? Doch eines ist sicher. Unser Blick auf die Welt hat sich von heute an grundlegend geändert. Nichts wird mehr so sein, wie es einmal war. War es denn nie so, wie es zu sein gehabt hatte? All das und noch viel mehr bleibt ein Rätsel. Vorerst. Denn auch diesen Fragen stellen wir uns. Bis zur nächsten Ausgabe von Science and Mysteries. Mein Name ist George Holland Morrison und ich wünsche Ihnen einen erholsamen Abend. Gute Nacht. Ist das euer Ernst? Ein Satz nach all der Recherche, die ich hierfür gemacht habe? Hallo? Hallo? Nur weil er auf Schwarzblende schaltet, heißt es noch lange nicht, dass ich nicht mehr hier bin!